Hallo, mein Name ist Florian Müller aus dem Aggo-Training bei Lemken und ich zeige euch heute, wie wir bei unserer Sirius 12 mit CEC 1200 Terminal die GPS-Teilbreitenschaltung einrichten. Los geht's! Unsere Komponenten habe ich nun schon alle vor der Maschine aufgebaut. Fangen wir an damit, was wir benötigen. Als allererstes benötigen wir immer ein ISOBUS-Terminal, was auch eine Lizenz für eine GPS-Teilbreitenschaltung bzw. für den Task-Controller, Section-Controller hat. In unserem Fall nehmen wir hier unser CEC 1200 Terminal, welches wir mit den entsprechenden Lizenzen ausgestattet haben. Benötigt wird für eine GPS-Teilbreitenschaltung immer die Lizenz CEC Command SC und optional, wenn man noch die Karten importieren oder exportieren möchte, noch die Lizenz CEC Control. Unsere Maschinen an sich sind immer ab Werk frei, dass sie von einem ISOBUS-Terminal angesteuert werden können für GPS-Teilbreitenschaltung. Zusätzlich zu dem Terminal benötigen wir dann auch noch Kabel. Als allererstes unser Kabeltyp A. Dieses Kabel wird dafür benötigt, um das Terminal an den ISOBUS anzuschließen. Wir haben hier hinten drei Anschlüsse, A, B und C. Kabeltyp A kommt in Steckdose A. Anschließend können wir an B oder C unser GPS-Signal anschließen, wenn wir keine integrierte Antenne am Traktor haben. Haben wir einen Traktor mit eigenem Lenksystem und einer GPS-Antenne, die das Signal auf den ISOBUS legt, dann sind wir fertig mit Kabeltyp A. Wir benutzen nun aber unsere DGPS-Antenne und da haben wir dann die Wahl. Entweder benutzen wir Kabeltyp B oder Kabeltyp C. An Kabeltyp B können wir zusätzlich noch eine 7-polige Signalsteckdose anschließen. Oder an Kabeltyp C, welchen wir heute benutzen, könnten wir zusätzlich noch eine Kamera anschließen. Unsere Antenne wird geliefert mit einem Kabel, welches wir einmal hinten einklipsen und anschließend dann an den kleinen RS-232-Anschluss mit dem Terminal verbinden. Das Ganze können wir jetzt hier schön an einem Halter vor unserer Maschine, damit man es besser zeigen kann. Und unsere Antenne haben wir bereits einmal oben montiert auf dem Traktor. In-Cap-Kabel wird jetzt an den ISOBUS angeschlossen. Dazu habe ich mir hier ein Verlängerungskabel hingelegt. Dieses Verlängerungskabel ist oben am Traktor in der Traktor-In-Cap-Steckdose eingesteckt. Unser Terminal startet nun und dann können wir anfangen, unsere Einstellungen vorzunehmen. In unserem CC-Config erkläre ich euch jetzt die Einstellungen, die wir vornehmen für unsere Antenne und für unser GPS-Signal. Einmal drücken, als allererstes GPS einstellen. Position GPS-Antenne ist in unserem Fall auf dem Traktor. Gibt noch die Möglichkeit, Maschine hinten. Diese kann ich aber nur nutzen, wenn von der Maschine hinten über den ISOBUS auch wirklich eine Position der GPS-Antenne übertragen wird, wo diese montiert ist. GPS-Quelle in unserem Fall ist sie über ein Kabel angeschlossen. RS-232 seriell. Ist hier unser Anschlusskabel, wählen wir einmal aus. Dann muss ich in diesem Terminal noch auswählen, Schnittstelle B oder C. Das hängt davon ab, welches Adapterkabel wir benutzt haben. In unserem Fall haben wir hinten das Kabel C angeschlossen. Dann Baudrate für unsere Antenne immer 19.200. Nun haben wir eine Verbindung zu unserer Antenne und können weitermachen. Unser Traktormenü klappe ich hier aus und kann sehen eine Grafik unseres Traktors und wir müssen nun einmessen, wo sich unsere Antenne befindet. Das zeige ich euch jetzt am Traktor. Unsere Antenne sitzt hier oben auf dem Dach, mittig montiert. Die Maße sind immer in Referenz zur Mitte der Hinterachse. In unserem Fall haben wir hier ein Loch in der Hinterachse, was es ganz einfach macht, genau zu messen. Unsere Antenne ist 32 cm vor der Hinterachse. Der zweite Messpunkt ist Mitte Hinterachse bis zu unserem Koppelpunkt. Bei unserem Koppelpunkt nehmen wir immer die Mitte der Kugel. Und das ist in unserem Fall 1,10 Meter. Diese Messwerte geben wir nun hier ein. Abstand A war links oder rechts von der Mitte, bleibt bei 0, weil es mittig montiert. Abstand B
32 cm vor der Hinterachse. Eingetragen. Anbauart ist in unserem Fall Heckkraftheber und war 1,10 Meter. So, das ist nun eingestellt. Megaspray Sirius, unsere Spritze, auch da gehen wir einmal in die Einstellung rein. Wir sehen unsere Übersicht. Alle Werte, die übertragen werden über den Isobus. Einmal Koppelpunkt bis Spritzgestänge, in unserem Fall 1,25 Meter. Wir haben 24 Meter Arbeitsbreite und 48 Teilbreiten. 48 Teilbreiten, da wir hier Einzeldüsenschaltung haben. Hier können wir auswählen Maschinenart und die Anbauart. Diese sollte immer einmal kontrolliert werden. In unserem Fall angebaut. Ich könnte aber auch bei einer gezogenen Spritze die anderen Werte auswählen. Und Anbauart, Heckkraftheber, immer kontrollieren, dass das richtig ist. Damit sind diese Einstellungen durchgeführt. Nächster Punkt, CCI Command. Hier stellen wir Section Control ein. Einstellungen, Section Control. Hier kann man sich erstmal merken, Grundeinstellung, alle Werte auf 0, bis auf unseren Überlappungsgrad. Um genau zu sehen, was damit gemeint ist, können wir auf unsere Hilfefunktion gehen und sehen hier ganz schön dargestellt. 0% heißt, wir haben keinerlei Überlappung. Es kann aber passieren, dass ich dadurch Fehlstellen habe. Und wir möchten keine Fehlstellen haben, also stellen wir auf 100% Überlappung. Somit haben wir komplette Bedeckung des Feldes. Dann noch Rückwärtsfahrterkennung. Steht aktuell auf GPS. Das heißt, in unserem Section Control nachher beim Arbeiten erkennt das System selbstständig, dass ich rückwärts fahre und berechnet damit die Geometrie, also Verhältnis Antenne zur Spritze richtig. Bei GPS habe ich aber immer eine gewisse Verzögerung. Die Antenne muss sich erst bewegen. Da wir hier einen Isobus Traktor haben, benutzen wir Traktor. Immer zu empfehlen, sobald ich einen Traktor habe, der dieses Signal liefert. Zu guter Letzt noch zeige ich euch, wie ich bei meiner Spritze die GPS-Geschwindigkeit als schlupfbefreites Signal für meine Regelung benutzen kann. Dazu gehe ich noch einmal in mein CC-Config, auf meinen Traktor. Und dann haben wir oben GPS-Geschwindigkeitsausgabe. Hier schalten wir NMRA 2000-Protokoll ein. Damit liegt jetzt unsere GPS-Geschwindigkeit auf dem Isobus zur freien Verfügung für alle angeschlossenen Geräte. Dann haben wir unten unsere Spritze. Und bei unserer Megaspray-Steuerung haben wir immer verschiedene Container. Wir können direkt auf die Geschwindigkeit gehen und hier oben unsere Quelle auswählen, anstatt Radgeschwindigkeit. Nehmen wir nun GPS-Geschwindigkeit. Gleichzeitig habe ich immer ein Rückfallsignal, heißt, wenn mein GPS-Signal mal weg ist, springt das System zurück auf meine Radgeschwindigkeit. Nicht wundern, das Ganze meckert jetzt ein bisschen, denn wir sind hier in der Halle und da haben wir kein Signal. Wenn wir gleich rausfahren, bekommen wir natürlich eine GPS-Geschwindigkeit. So, und jetzt wollen wir mal raus und spritzen.